So, und da sind wir zurück in Folge 2 von Skyward Sword. Nachdem uns in der letzten Folge Zelda einfach mal so von der Klippe geworfen hat und unser Vogel nicht gekommen ist, stellt sich die Frage, wo ist unser Vogel? Also, let's go, suchen wir unseren Vogel. Ich habe mich nebenbei noch mal ganz kurz erkundigt. Und ja, man fängt Skyward Sword mit 6 Herzen an, was ich definitiv nicht wusste. Also, interessant, man hat 6 Herzen. Das heißt, ich kann ein bisschen schlimmer sein und schlechter sein. Und ja. Ansonsten hoffe ich, dass es das immer alles gut geht. Was ist los, Louis? Du siehst nicht gut aus. Was? Dein Wolkenvogel ist verschwunden. Das ist schlimm, aber du weißt ungefähr, wo er ist, oder? Nee. Willst du jetzt suchen gehen? Aber die Zeremonie beginnt doch gleich. Andererseits, ohne Vogel wärst du bei der Zeremonie sozusagen vogelfrei. Verzeihung. Der Direktor ruft also nach mir? Nun gut, ich bin dir ja schließlich noch einen Gefallen schuldig. Mach dir keine Sorgen um die Zeremonie und finde erstmal deinen Wolkenvogel. Machen wir. So. Autsch. Immer mit dem Kopf gegen die Wand. So, jetzt können wir uns so ein bisschen umgucken hier. Ich kenne mich hier noch gar nicht aus dem Himmelshort. Wo geht's denn hier lang? Wenn ich das schon sehe, so eine Backenpassagen. Also das kann spaßig werden. Hier kann ich runterhüpfen. Hier ist Wasser. Oh, schön. Wasser ist immer so eine schöne Sache in Videospielen. Ich bin auch Fan von Angeln. Also ohne Witz, in Videospielen bin ich gerne Angler. Cookie. Hallo Louis, das da ist mein Haus. Heute gehe ich wieder spielen, aber ich sag dir nicht mit wem. Das wird lustig. Ich breche jetzt einfach in Haus ein. Obwohl, ist es einfach, wo jemand zu Hause ist? Oh, wer bist du denn? Sasia. Hallo Louis, hast du denn zufällig meine kleine Cookie gesehen? Vor der Tür. Sie läuft ständig wie wild herum, da komme ich nicht hinterher. Ich hoffe jedes Mal, dass sie bloß wohlbehalten wieder zurückkommt. Solange sie nicht über die Klippe springt, ist alles rechtens. Ein Vogel dürfte sie noch nicht haben. Also, kein Wolkenvogel in dem Fall. Über andere Sachen will ich jetzt nicht reden. Das wäre ein bisschen gemein. Kann ich gleich raus rein, okay. Kurz, kurz, die Aufnahme läuft. Galea. Oh, Luigi, hallo. Der Wind wird heute günstig. Was für ein Tag für die Zeremonie. Wer wohl gewinnen wird? Also ich tippe ja auf Bardo. Der Sieger erhält von der Vertreterin der Göttin ein Geschenk. Ach, wie romantisch. Ja. So, ich habe mal ganz kurz speichern, weil das habe ich ja gerade eben nicht gemacht. Aber ich habe ja auch das Speichern aufgehoben, um zu gucken, ob die Aufnahme alles gut läuft, soundtechnisch, ne? Also, man sei es vergönnt. Das ist doch schon Bardo. Also, ein bisschen kenne ich das gerade so doch, so die Charaktere teilweise. Zirp. Hallo. Bald beginnt die Vogelreiter-Zeremonie. Jedes Mal hat Kuko die Umfeder. Letztes Mal hat Kuko Umfederbreite gewonnen. Das war vielleicht ein Schauspiel. Heute ist dein roter Wolkenvogel dabei. Viel Glück, ich bin schon sehr gespannt. Dürfte funktionieren. Mit Glück. Auch geil. Das wird dunkler, wenn ich da hingucke. Herabhängen. Yeah. Aber ich will es nicht loslassen. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch was loslasse, aber nein. Das wäre, glaube ich, keine geile Idee. Du hast ein Herz gefunden. Es ist mit heilender Energie gefüllt und stellt dein Herz wieder her. Erstmal überall reingucken in jedes Haus. Man kennt das ja, ne? Oh, du bist es, Louis. Heute ist endlich soweit. Freust du dich schon auf die Vogelreiter-Zeremonie? Wenn du gewinnst, kannst du in die Oberstufe aufsteigen. Hier im Wolkenhort gilt man als
erst als erwachsen, wenn man das Reiten auf einem Wolkvogel beherrscht. Ihr Jungspunde, die ihr Ritter werden wollt, müsst natürlich noch viel mehr beherrschen als das. Aber auch wir unterziehen uns stets verschiedene Übungen und lernen so, auf den Wolkenvögeln zu reiten. Eieiei, das ist ein Volk hier oben. Wobei, so ein Wolkenvogel wäre schon geil. Einfach ohne Scheiß. Wenn du so ein Wolkenvogel hättest. Warte mal, Louis. Du hast mir eingefallen? Der Baum da. Kannst du auf ihn zuspritten und eine Rollattacke machen? Renne auf den Baum zu und rolle und rums. Bitte mach's. Bitte, bitte, bitte. Okay, warte. Hehe, gut gemacht. Da ist er, mein Wolkenhirschkäfer. Halt! Der wenigste Wert bezahlt. Du hast einen blauen Rubin erhalten. Er ist 5 Rubine wert. Das nennt man einen glücklichen Fund. Gut, aber damit habe ich schon gesehen, dass der eine Aufgabe hatte und der Opa, also quasi unser Schuldirektor, hat ja auch noch eine Aufgabe gehabt. Jetzt will ich nochmal ganz kurz zurückrennen, um zu gucken, ob ich nicht seine Aufgabe auch noch machen kann. Obwohl, wo geht's denn hier hin? Übungshalle. Ja. Natürlich so, schade. Gut, aber ich müsste nach oben hin. Das Tor ist ja kaputt, das heißt, er ist noch am Rurieren. Wer warst du? Ah, du bist die. Eigentlich ist das Ausschließen der Tür nicht meine Aufgabe und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Was ist mit dir, Louis? Du siehst unruhig aus. Das kann doch nicht sein. Dein Wolkenvogel ist verschwunden. Tut mir leid, ich war bis eben in der Schule. Ich habe nichts mitbekommen. Naja, also das ist eine Sache, die ich schon weiß, wo er ist. Oder zumindest wer dahinter steckt. Oh, und Erschöpfung. Ich muss sagen, dieses Rennen erinnert mich sehr an Breath of the Wild. Aber gut, davon ist auch ein bisschen abgekupft worden, sagt man ja, ne? Wir sollten Meister Tyto von der Sache berichten, Louis. Sag ihm, dass er in mein Zimmer kommen soll. Außerdem solltest du vielleicht die anderen Schüler nach deinem Wolkenvogel fragen. Sie dürften alle auf den Dorfplatz sein. Der mit X markierte Ort im Süden des Wolkenhorts ist der Dorfplatz. Dort findet die Vogelreiterzeremonie statt. Also war schon, okay. Ein Dorfplatz. Oh, schöne große Map. Ja, okay, hier ist die Übungsgötterschule. Da war die Übungshalle, da war ich lang. Genau, hier ist die Statue, da ist eine. Masar wahrscheinlich, ich war jetzt hier in... Irgendein Haus war ich. Hier, in dem Haus war ich drin. In Cookies Haus, genau. Das sind Brücken. Okay, da ist ein Tunnel. Du weißt, wie die Karte funktioniert? Drücke Minus und du siehst eine Karte deiner Umgebung. Nicht vergessen. Gut, das... Muss ich da jetzt drauf drücken? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Speed! Hui. Gut, auf jeden Fall weiß ich, dass mir die Karte funktioniert. Beziehungsweise habe ich jetzt eine. Ja, man hätte vielleicht vorher bitte quatschen sollen. Aber naja, es ist halt wie gesagt blind, ne? Also, ja, ich spiele Breath of the Wild, sag ich schon. Skyward Sword blind. Aber das ist ja der Sinn der Sache, dass ich mir auch ein Blind-Spiel mal zur Gemüte führe. Okay, da kann ich nicht. Ich aus da klettern? Ne, schade. Ich bin so ein bisschen von Assassin's Creed verwirrt. Oder nicht verwirrt, aber verdorben eher, dass ich quasi überall hochklettern will. Statue der Göttin. Okay, das bin ich kurz nach oben. Wer wohnt denn hier? Gucken wir mal nach. Wer bist du denn? Oh, dieses Kind.
Gleich gibt's Essen, der treibt sich wieder sonst wo herum. Ihr habt bestimmt wieder irgendwelche Kerlviecher. Gut, du bist also der, die Mutter von dem kleinen Käferjungen, dessen Namen ich schon vergessen habe, bin ich ehrlich, aber ich kann mir jetzt nicht von jedem Kind hier Namen merken. I mean, es ist auch außerdem kein Hauptcharakter. Oh. Hier rein, also Kiste. Dann zwei Kisten. So, da war ich drin, da oben war ich. War ich nicht drin? Ich weiß es nicht. Ich gehe in jedes Haus rein und gucke, ob ich drin war. Nein, hier war ich noch nicht drin. Das ist ein neues Haus. Wer bist du? Denkst du nicht, dass es ein klein wenig unhöflich ist, einfach so in mein Haus reinzuplatzen? Nö. Ich arbeite ja üblicherweise am Bazar, aber heute ist schließlich der Tag der Vogelreiter-Zeremonie. Daher habe ich frei. Am liebsten würde ich mir immer frei nehmen, wenn viel zu tun ist, aber am Ende ist mir dann doch nur langweilig. Deine Probleme möchte ich haben, Schätzelein. Ich bin mal froh, wenn ich frei habe. I mean, ich muss ja noch zur Arbeit. Also, ich nehme das jetzt an einem Nachmittag auf. Ich habe heute Abend Nachtschicht, also. So, was ist hier oben? Hier ist der Bazar, okay. Hier kann man wieder runterhüpfen. Mit dir gequatscht habe ich schon. Heute ist solch ein gutes Wetter und wir können es nicht genießen, weil wir so beschäftigt sind. Ich sag es euch, mein Sohn kommt täglich dreckig nach Hause, dieser ungezogene Bengel. Ich sehe, ich seine Sachen auch wasche. Er ist jeden Tag dasselbe Spiel. Waschen ist absolut nicht für mich. Ich wünschte, jemand würde das für mich übernehmen. Die drei Damen von Quill quatschen. Naja gut, das heißt, wir haben nicht viel mehr Möglichkeiten. Dann reden wir mit den dreien. Jetzt geht's ja los. Das war ganz schön hart, Bardo. Der hat sich gewehrt wie noch was. Naja, dieser Camino und der Vogel sind eben hart im Nehmen, selten wie sie sind. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Hey, Louis, stehst du schon lange hier? Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie. Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Machst du dir wohl schon in die Hosen? Du willst mir gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Göttin, der Statue der Göttin begehen, was? Na, habe ich recht? Da bist du bei mir aber an der falschen Ecke geraten, Bürschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden. Ha! Was sagst du da? Dein rotes Flughühnchen lässt sich nicht blicken? Was da wohl passiert ist? Vielleicht hat er sich ja verflogen, das würde viel. Deine Frisur ist scheiße. Lass meine Haare aus dem Spiel. Ich habe die tollste Frisur im ganzen Wolkenhort. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während unser Eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst du, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Wer zieht hier was in den Dreck? Zelda, ich, also... Bardo, hast du es etwa schon wieder auf Louis abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. Wie kommt es, dass du immer Louis machst? Was ist los? Raus damit. Also ich... Ach, vergiss es.
Also dann, Louis. Wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Als dein rotes Hütchen, auf das du so stolz bist, nicht doch wieder auftaucht. Diese drei Kerle. Vielleicht wissen sie, wo dein Wolkenvogel steckt. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Und es bleibt nur selbst nach ihm zu suchen. Leider wahr. Louis, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Tito. Sie werden die Vogelreiterzeremonie wohl verschieben, also keine Sorge. Allein dieses Runterspringen von diesen Klippen, Schanzen, was auch immer. Das ist einfach so geil. Das erinnert mich so voll fett an Assassin's Creed. Not gonna lie. Also ja, ihr wisst, ich bin ein großer Assassin's Creed Fan. Nicht umsonst läuft ja gerade noch aktuell Assassin's Creed 2 als Projekt. Ja, schon geil. Was ist los, Louis? Warum so aufgeregt? Der Vogel, Louis? Ach, der seltene Rote? Keine Ahnung. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Von der Statue der Göttin hat man den besten Ausblick über das Dorf. Sieh dich doch da mal um. Die Statue der Göttin ist das große Denkmal im Norden des Birkenhorts. Kennst du doch, oder? Geh einfach Richtung X. Also quasi da, wo ich herkam, muss ich wieder hingehen. Und ich glaube, die Tür ist auch noch nicht offen, oder? Oh doch, er hat die Tür repariert. Na, Gott sei Dank. Nein, ich will es bewegen. Und, so. Hey, Louis! Hier sind wir. Wir sprechen gerade von deinem Wolkenvogel. Komm her. Ach, Mann, muss man auf den Sack gehen. Gut, dass du hier bist, Louis. Ich habe dich schon gesucht. Ich habe mich wegen deines Wolkenvogels umgehört. Und als ich mit Gruß hier geredet habe, hat er sich seltsam verhalten. Verzeih mir, Louis. Ich wollte es dir schon früher sagen. Aber dann hätte Bardo es ganz bestimmt herausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los! Spuck schon aus. Als ich vorhin den Speisesaal ein wenig aufgeräumt habe, kam Bardo und die beiden anderen rein. Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszuhecken, um deinen Wolkenvogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen, aber da hat mich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hatte also anscheinend den Plan, sich deinen Vogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Der Wasserfall? Gib mir doch mal kurz die Karte. Da muss er sein, mein Wasserfall. Ich habe ihn mit X markiert. Da. Es tut mir so leid, Louis. Ich bin so ein Feigling. Es tut mir so schrecklich leid. Ah ja, immerhin hast du es gesagt. Aha, Louis. Am Wasserfall wurden in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du solltest also ein Schwert oder sowas mitnehmen. Frag doch mal dem Schwertmeister hier in der Übungshalle, ob er dir ein Schwert leiht. Das wäre eine Idee, Alter. Das wäre eine Idee wert. Dann dürfen wir endlich mal offen mit der Schlitzen. Yay! Ich glaube, ich muss mit den Dingen so üben. Oh, Louis. Akila. Du kommst, um zu üben, obwohl heute Tag der Vogelreiterzeremonie ist. Das nenne ich mal Eifer. Die Übungsschwerter hier sind im Hinterzimmer, also hol dir einfach eins und komm danach zurück. Ich bin immer hier, wenn du Fragen zum Umgang mit dem Schwert hast. So, ganz klassisch in der Kiste. Klassisch. Da hinten stehen welche. Ich nehme die Kiste. Du hast das Übungsschwert erhalten. Dieses ziemlich scharfe Schwert wird von den Schülern der Ritterschule bei Übungskämpfen verwendet. Drücke Plus, um dir anzusehen, welche Gegenstände du besitzt. Wir haben unsere kleine Geldbörse und unser Übungsschwert. Und sonst nichts weiter.
Naja, wenigstens haben wir ein Schwertchen. Wir dürfen ein Schnitzel-Schnitzel machen. Was sagst du? Du möchtest, dass ich dir den Umgang mit dem Schwert erkläre? Ja, mach mal bitte. Bei der Schwertführung musst du dir immer vor Augen führen, wo du schlagen willst. Schwingst du dein Schwert horizontal, führst du einen Horizontalschlag aus, während ein vertikaler Schwung einen Vertikalschlag bewirkt. Stößt du direkt nach vorne, führst du eine Stichattacke aus. Dann gibt es aber auch noch die Wirbelattacke. Probier sie am besten mal aus, wenn du dich vom Gegner umringt siehst. Also, wenn du diese Grundlagen beherrschst, bist du für den Kampf bereits bestens gerüstet. Die erste Regel beim Kampf ist und bleibt jedoch das Anvisieren des Gegners, sobald du gegenüberstehst. Drücke dafür einfach ZL. Ja, das ist überlebenswichtig. Du kannst diese Stimme nutzen, um zu üben. Wenn du vergessen hast, wie du ein Schwert schwingst, kannst du mit rechts eine kleine Gedächtnisstütze als Hilfe aufrufen. Hast du eine Stimme zerlegt, darfst du dich an einer Spezialtechnik versuchen. Nee, von oben. Nee, mach von oben. Okay. Oder so, warte mal. Na, okay. Gut, was haben wir dafür? Ein? Nein. Okay, das Schlitzeln ist echt anstrengend. Nee. Ja, mich will er nicht. Okay, jetzt will er. Aber auch. Sehr gut, Louis. Du weißt, mit dem Schwert umzugehen. Das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbeltacke üben. Ja, Mama. Ausgezeichnet. Aber nun werden wir um dich herum mehrere Stämme erscheinen. Zerschneide sie mit einer Wirbeltacke. Ohne dich von der Stelle zu bewegen. Gleichzeitig horizontal. Okay. Hervorragend. Ja, so muss das aussehen. Also gut, willst du zum Abschluss noch den Fangschuss ausprobieren? Wenn wir schon dabei sind, warum nicht? Haha, sehr gut. Der Fangstoß ist nur dann möglich, wenn dein Gegner am Boden liegt und du musst ihn dafür mit ZL anvisieren. Schlage diesen Stamm zu Boden und versuche dann den Fangstoß auf ihn anzuwenden. Nee. Wunderbar. Du hast den Fangstoß nach deinem Einsatz. Du kannst den Fangstoß auch dann einsetzen, wenn dein Gegner mit dem Schild oder einer Wirbelattacke zu Boden geworfen hast. Der Feind bleibt aber nicht für immer am Boden liegen, also lass dir nicht so viel Zeit. Okay. Ein bisschen muss ich doch noch. Das krieg ich hin. Nee, das... Ja, wohl doch. Einmal machen wir es noch. Weil es war doch ein bisschen kompliziert anscheinend. Okay, das... Die Wirbeltacke krieg ich hin. Das ist kein schweres Ding. Alles klar. Aber dieser Fangstoß, der ist nochmal ein bisschen kompliziert gewesen. Okay, es geht auch. Geht auch, alles klar. Gut. Gut. Wir haben es zweimal geübt. Das. Was soll das werden, Louis? Das Übungsschwert bleibt gefälligst hier, mein Freund. Das ist so etwa, du könntest einfach mit dem Schwert davon schleichen. Ja, dachte ich eigentlich. Wie? Du sagst, dein Wirkenvogel sei verschwunden. Und du willst ihn nun suchen? Ich verstehe.
Eigentlich dürfen hier im Wolkenwort nur Ritter ein Schwert tragen, aber ich mache dieses Mal eine Ausnahme. Aber wehe, du stiftest damit Unruhe im Dorf. Wenn du noch üben willst, komm hierher und übe dich hier drin, verstanden? Gut, jetzt dürfen wir offiziell schlüsseln. Jetzt gibt's Gulatsch. Hey. Okay. Das Übungsschwert ist ungefähr wie das Monado. Man kann keine Menschen verletzen. Ach Gott, ich nerd. So, und darüber. Hep und hep und hep und hep und hep sep. Wer bist du denn? Treller. Sieh dir mal diese Statue an. Niemand weiß, wie lange sie schon hier steht. Schade, dass das alte Auge fehlt. Drücke hoch und sieh die Statue ruhig etwas näher an. Hm, sieht gut aus. Schlitzi! Ah, ich kann nach oben schützen. Auch eine Idee. Okay. Höhle hinter dem Wasserfall. Du hast einen grünen Rubin erhalten. Er ist ein Rubin wert. Sammle so viele davon, wie du nur kannst. Du hast eine Monsterklaue erhalten. Diese Klaue stammt von einem Monster und sieht äußerst gefährlich aus. Ja, unser erster Teil der Sammlung. Geil. Und ein Chiller 5er. Repaired, okay. Also ich weiß, man kann später noch Tiere fangen, aber das... Oh, mal schauen. Ah. Hui. Kisten nehmen wir mit. Du hast einen roten Rubin erhalten. Er ist 20 Rubine wert. Was für ein Glück. Na gut, dass er 20 wert ist, wussten wir ja schon. Angriff von hinten. Wie ich mag. Hau mal ab hier. Was haben wir denn hier oben? Noch ein Zwacken. Money, money, money. Und Money. Money, 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 Money. Ah. So, Herzen brauche ich aktuell nicht. Gut.
Warte, hüpp! Alles mit Herze, Herze, Herze. Oh. Und nochmal Geld. Money, 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 money. Money, what's so funny? So. Und wir sind draußen. Gut, wir sind draußen. Und ich würde sagen, ich speichere mal ganz kurz hier. Und sage auch jetzt schon danke fürs dabei sein und fürs Zuschauen. Weil der Part ist jetzt schon wieder vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann retten wir hoffentlich unser kleines rotes Hühnchen. Ich sage danke fürs dabei sein. Und bis dann.